Alter, bitte nicht. Nein, nein, nein. Verschone mich von dieser Map. Ja, okay, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen leider wahres Goldmine spielen. Ja, willkommen zum weiteren Part von Mario Kart. Wii. Nach langer Zeit mal wieder. Gut, okay, lange Zeit, je nachdem, wie man es definiert, aber zumindest für meine Verhältnisse lange Zeit. Ich glaube, 3 Wochen lang kam jetzt keine neue Folge, weil, ja, schaut auf Oktober und November. Da kamen ja ein paar andere richtig geile Spiele raus und ganz ehrlich, die waren dann halt ein bisschen mehr im Fokus. Und kann das, hä? Warum bin ich jetzt gerade so weit vorne? Sind die, lol, sind die wirklich alle runtergefahren? Also wenn es so ist, dann geil auf alle Fälle. Ey, schau dich das an, ich bin so weit vorne gerade. Ja, okay, nice. Wenn ich hier vorne meine Ruhe habe, kann ich wenigstens gut zu Themen sprechen, denn für alle, die neu am Kanal sind, und ich weiß, das sind einige, weil viele lernen mich ja durch, scheiße, durch Mario Kart Wii immer wieder mal meinen Kanal kennen. Ich spreche gerne in dem Format Themen an. Warum? Naja, eben weil die Videos meistens viele Leute sehen. Ja, und was habe ich für ein Thema für euch auf Lager? Ich möchte ein bisschen über das kommende Jahr sprechen, denn, naja, was kommt in den kommenden Jahren für Spiele raus? Bisher wissen wir von Pikmin 4 und von der Nachfolge von Breath of the Wild, nämlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Allerdings wird das erst im Mai kommen und bei Pikmin weiß man bis jetzt halt keinen Release-Termin. Ja, und was so Sachen wie Fire Emblem angeht und Octopath Traveler. Fire Emblem schon mal gespielt, ja, aber nicht wirklich für ein Projekt geeignet von meiner Seite aus. Genauso das gleiche auch für Octopath Traveler, was ich ja bisher noch nie gespielt habe. Ja, und das heißt natürlich, es klafft eine richtig große Lücke bei unserem Uploadplan. Zwischen Januar und... Alter, ob ich jetzt wirklich eine Wolke bekommen habe. Nee, komm, nicht wirklich. Ja, also es klafft eine große Lücke zwischen Januar und Mai. Und die möchte ich natürlich irgendwie stopfen. Die gute Frage ist, wie machen wir das? Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, und das sind halt Retro-Let's Plays. Und deswegen, stimmt euch auf alle Fälle auf eine richtig gewaltige Ladung an Retro ein. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, Donkey Kong Country Returns wird auf alle Fälle ein Thema bei mir sein. Genauso so Sachen wie vielleicht auch endlich Wii Sports Resort und vielleicht auch der ein oder andere Mod. Mal schauen, aber auch Mods natürlich, immer wieder eine geile Geschichte und... Alter, komm, nee, bitte jetzt nicht die Wolke. Wobei, das ist gut, das heißt, ich habe mehr Speed. Ich habe mehr Speed, ich... NEIN! Und Speed nicht genutzt, alles klar. Aber ich bin trotzdem Dritter, irgendwie. Soll mir recht sein. Bitte Punkte, plus 1. Ah, ich hatte jetzt viel mehr erhofft. Aber vor allem, es ist halt echt lächerlich, dass ich Dritter geworden bin. Ich war so weit vorne und naja, irgendwie habe ich es doch noch verspielt. Boah, zum Glück, Alter, zum Glück. Wir sind knapp dem Ghost Valley entkommen. Ich hatte wirklich schon Angst, dass Ghost Valley jetzt kommt, aber ne. Zum Glück wäre es die Peach Peach und ihr könnt euch dreimal vorstellen, wer die gewählt hat. Natürlich ich. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass es meine Lieblingsmap hier aus dem Spiel ist. Obwohl es halt nicht mal eine eigene Map von Mario Kart Wii ist, sondern halt eben auch eine Retro-Strecke aus Double Dash. Aber ja, Peach Peach, ich mag es einfach. Ich mag es einfach. Ja, zu dem Thema mit den Retro-Let's Plays. Mehr brauche ich dazu eigentlich fast gar nicht sagen. Also, wie gesagt, stellt euch einfach darauf ein, dass von Januar bis Mai relativ viele Retro-Let's Plays kommen werden. Und ja, das wollte ich an der Stelle einfach mal sagen. Aber Leute, ich wäre nicht der Nemado, wenn ich nicht ein zweites Thema auf Lager habe, was uns gerade mindestens genauso viel beschäftigt. Und das ist natürlich Pokémon Karmesin und Purpur. Ihr wisst, ich habe jetzt ein bisschen viele Parts veröffentlicht. War unschwer zu erkennen, weil, ich sag's mal so, in den ersten 7 Tagen, glaube ich, waren es bei mir 13 Parts. Das ist halt für mich eigentlich schon eine krasse Sache, weil normalerweise mache ich sowas nie. Weil, ganz ehrlich, in der Regel behindern sich die Parts bei den Aufrufzahlen fast nur gegenseitig und deswegen lade ich halt nur ungern 2 Videos am Tag hoch, die halt vom gleichen Spiel sind. Aber ja, manchmal kommt es halt vor. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich krass rausgehauen habe, war Animal Crossing New Horizons. Ja, und bei Pokémon Karmesin Purpur hatte ich halt irgendwie auch wieder diesen Hype ein bisschen. Ich muss aber mittlerweile sagen, dieser Hype hat sich fast in Frust umgewandelt, denn was da teilweise grafisch geboten wird, das ist halt echt eine Tragödie. Und diese Tragödie geht mittlerweile wirklich so weit, dass Nintendo einfach den Leuten wieder die Rückerstattung anbietet. Also falls man mit dem Spiel halt nicht zufrieden ist.
Und das ist wirklich eine einmalige Geschichte, denn von Nintendo bin ich das halt wirklich überhaupt nicht gewohnt, dass sie Rückerstattungen anbieten, weil einfach ein Spiel grafisch scheiße ist. Und das trifft halt bei Pokémon Kamisier Purpur einfach zu. Leute, ich bin der Letzte, der sich über Grafik aufregt, aber was Kamisier und Purpur da veranstaltet, das ist halt echt nicht normal. So, 31 Pluspunkte haben wir erreicht, das passt. Ich hoffe, es geht so weiter. So, zurück zum Pokémon-Thema, damit ich einfach mal von dieser Strecke ablenken kann, die gerade gewählt wurde. Ja, also. Ich weiß halt echt nicht, was ich zu Pokémon Kamisier Purpur groß noch sagen soll, denn es ist halt echt einfach Fakt, dass gefühlt manche Gamecube-Spiele besser aussehen als dieser neue Pokémon-Teil. Und das heißt halt wirklich einiges. Und ja, ich weiß jetzt wie gesagt echt nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, storytechnisch hat mich das Spiel bisher, ich muss sagen, bei gewissen Sachen überzeugt. Vor allem die Geschichte mit Pepper zum Beispiel, warum er zum Beispiel die Geheimgewürze sammelt, das fand ich eigentlich relativ geil. Vor allem, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet habe, aber... Ja, es ist halt absolut, eine Story ist halt nichts wert, wenn halt gefühlt an jeder Ecke eben Grafikbug ist. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie diese harten Grafikbugs sagen in die Richtung, dass halt zum Beispiel, ich sag mal, irgendwie ein Pokémon in dem Trainer steht und das teilweise relativ krass oder so. Weil, ganz ehrlich, das kommt halt wirklich nur selten vor in der Regel. Aber allein schon diese Schattenbugs, dass jedes Mal irgendwo bei irgendeinem kleinen Gebiet gerne mal der Schatten, ich sag mal, verschwindet, dann wieder da ist und so weiter. Und von diesen 2 FPS-Texturen teilweise, wenn man zu weit weg ist. Wobei zu weit weg ist, ist auch wieder eine geile Geschichte, denn es reicht schon, wenn ich nur 10 Meter von einem Gebäude entfernt bin, dass es irgendwie dann nur mal in 2 FPS läuft. Weiß echt nicht, was man sich darüber gedacht hat, bei so einer Geschichte. Vor allem, dann schaut man sich mal die Legend of Zelda Breath of the Wild an. Das Spiel hat es ja auch geschafft, dass es eigentlich gute Texturen verarbeiten kann. Halbwegs gute. Aber... Da kam es in der Pupu, sehe ich das halt einfach nicht. Ja, ich bin gespannt, was das Spiel sonst noch so bieten wird. Ich meine, allgemein von der Sache her, dass man halt die komplette Welt frei erkunden kann, finde ich das Spiel relativ gut. Das muss ich jetzt schon sagen. Ne? Wobei ich ja schon bei der einen oder anderen Geschichte schon Fett aufs Maul bekommen habe. So wie jetzt gerade hier. Das war auch wieder mal perfekt. Ich war gerade noch vorne dabei und jetzt auf einmal wieder Fünfter. Und ich glaube, damit bin ich auch Letzter. Wobei, nee. Nee, der Decay. Der Decay ist noch ein Stück schlechter. Wenigstens etwas. Nein! Fuck! Ja gut, das war's. Das war's komplett. Ich kann's vergessen. Oh, wartet. Vielleicht doch noch was. Ja. Ja, ja, ja. Falls Ziel, falls Ziel. Komm, komm, komm. Ich war Zweiter. LOL! Kugel will ich liebe dich. Kugelwilli, Kuss auf die Nuss. Ah ja, 55 Pluspunkte, nur wegen dem. Geil! Ey, heute habe ich ein bisschen mehr Glück als sonst. Ja, lol, die Hälfte der Gegner hat sich einfach aus irgendwelchen Gründen verzogen. Jetzt sind wir nur 5 Leute und müssen halt ausgerechnet noch Ghost Valley spielen. Scheiße, kann ich dazu nur sagen. Denn ihr wisst ganz genau, was ich von dieser Strecke halte. Oder besser gesagt... Ihr wisst ganz genau, warum diese Strecke und ich verfeindet sind. Und zwar wirklich bis zum letzten Winkel. Ich hasse wirklich jede Kurve an dieser Strecke. Ich kann es euch nicht genug sagen. Deswegen sorry schon mal an jeden, der die Strecke mag, aber ne. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, der große Vorteil daran ist, dass die Strecke nicht sonderlich lang ist. Ich glaube, wenn die 3 Minuten lang wäre, dann wäre ich halt eh jedes Mal, wenn die kommt. Ich würde direkt Rage quitten, glaube ich. Okay, gut. So schlimm ist es auch nicht. Ich bin viel gewohnt von Mario Kart, deswegen so schlimm ist es halt auch nicht. Ich glaube, ich hatte das noch nie, dass ich wegen der Strecke geragequittet wäre. Allgemein wegen der Strecke. Okay, gut. Ragequits hatte ich schon, aber nicht in die Richtung, dass ich jetzt nur eine Strecke gesehen habe und ich mir direkt dachte, Bruder muss los. So schlimm war es wirklich noch nie. Ist der runtergefahren? Der ist runtergefahren. Alles klar. Alles klar. Alles klar, ich werde jetzt weiter. Könnte sein. Wartet. Ja, ja, ja. Ich werde Zweiter. Perfekt. Ach, schade. Die Daisy ist zwar runtergefahren, aber das hat die, glaube ich, absichtlich gemacht. Ich hätte es gefeiert, wenn die ein bisschen früher runtergegangen wäre. Egal, ich nehme die 31 Pluspunkte auf alle Fälle mit. Ein Rennen haben wir noch und bisher ist es halt wirklich ein voller Erfolg, was wir hier leisten. Alles klar, zum Schluss der Folge geht es nochmal in die Wüste. Spiegelverkehrt, lol. Okay.
Die Strecke bin ich jetzt. Warte mal, ich. Alter, wie oft bin ich bitte diese Wüstenmap Spiegelverkehr gefahren? Ich glaube so gut wie nie. Vielleicht offscreen, aber. Also halt im Offline-Modus, aber mehr glaube ich dann auch nicht. Alter, die fühlt sich wirklich komisch an. Das fühlt sich wirklich fast wie eine neue Strecke an, wenn ich die spiegelverkehrt fahre. Vor allem, man merkt es jetzt schon, weil ich halt gefühlt jetzt schon nur gegen Wände fahre. Nein, 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 Vorsicht. An der Stelle, bei dieser Dry-Dry-Ruins hier, kann ich tatsächlich auch eine Geschichte von meiner Vergangenheit erzählen. Das war halt wirklich eine Map, wo ich halt nie wusste, wie man die genau fährt. Ich hatte früher wirklich Probleme als Kind, diese, ich sag mal, Sprungschanzen an den Wänden zu verwenden. Ich weiß nicht, aber ich habe die damals halt nie geschnallt. Und deswegen war halt so Sachen wie der Special Cup für mich eine absolute Tragödie. Weil ich da halt wirklich nie was reißen konnte, außer ich hatte Glück. Ich glaube, damals war es wirklich für mich ein Erfolg, wie ich halt das erste Mal diese Map in, ich sag mal, als erster Platz abgeschlossen habe. Weil ich halt mit dieser Wand, die da vorne jetzt kommt, wirklich relativ große Probleme hatte. Gut, okay, ich glaube, ich habe damals... Ich glaube, ich habe es damals so gemacht, dass ich einfach durch den Sand gefahren bin. Weil ich eben mit dieser Wand nicht konnte. Bei der Rainbow Road hingegen, da war halt wirklich immer komplett Schluss. Weil da gab es ja diese eine Chance eben, wo auf dem gleichen Prinzip, die ich halt ebenfalls nie konnte. Ich muss allgemein sagen, die Rainbow Road hier in Wii ist deutlich schwerer als so manche andere. Soll ich wirklich so weit gehen und sagen, dass es die schwierigste ist? Ich würde wirklich fast sagen, ja. Ich meine, Rainbow Road sollte natürlich darauf bestehen, dass sie schwierig sind, das ist schon klar. Aber die in Wii, die hat halt wirklich schon eine besondere Schwierigkeit. Vor allem mit den ganzen Abkürzungen, die halt jeder fahren will. Und wenn er es dann nicht schafft, dann ist man halt relativ schnell mal weg. Ist ja halt typisch Rainbow Road. So, letzte Kurve. Ja, ich fahre da mal kurz durch. Das war dumm. Scheiße. Nein. Oh Gott, ich fäll gerne in die Box. Nein, noch mal ein blauer. Den brauche ich ja gar nicht. Wobei, warte mal. Ich glaube, ich habe den gerade komplett gefistet. Ja, ich habe den gefistet. Alter, der wäre Erster geworden, glaube ich. Und hat vor der Ziellinie ein Item abbekommen. Und dann den blauen auch noch hinterher. Alter, rest in peace. Ich habe den gerade komplett den Ersten, glaube ich, ruiniert. Alter. Normalerweise passiert immer nur mir sowas. Ja, sorry, Bro. Ja, und an dieser Stelle sind natürlich 5 Strecken gefahren. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.